Joho, gestern gab es meinen zweiten Minecraft Galaxy Livestream und das hier ist mit Abstand das aufwendigste Live-Best-of, welches ich jemals produziert und geschnitten habe. Deswegen will ich auch nicht zu viel verraten und wünsche einfach gute Unterhaltung. Läuft das? Da stand gerade kurz irgendeine Scheiße, irgendeine Warnung, aber ich glaube, jetzt gerade funktioniert alles. Wir sind im grünen Bereich! Oh! Oh! Seht ihr das, wie verdammt viel Weizen das ist? Das ist ja total geil. Das ist doch... Huh. Ah, jetzt kann man ihn richtig ein bisschen trollen hier, den Guten. Ach, er dachte, es wäre ein Skelett. Mach mal ein bisschen Trolling, Leute. So, Spark klatscht alles weg. Ich bin gut in Deckung. Ich werde mich dann auch gleich irgendwie mitten in seiner Basis irgendwie in einen Dino verwandeln oder so. So. Mal gucken, wann er das bemerkt. Ich darf mich nicht bewegen, weil ansonsten mache ich die Dinge kaputt hier. Da drüben ist Spark. Er pflanzt Bäume. Aber er bemerkt uns echt nicht. Er schimmelt da hinten rum, ja? Baut seine Bäume an. Guckt sich ein bisschen um, aber bemerken tut er uns nicht. Der Sparky. Ist total der Ninja-Modus. Ja? Wo ist er denn? Der kommt echt nicht wieder. Hallo, du da. Hat er mich jetzt bemerkt? Jetzt will er mich schlagen hier. Petrit joint auch. Das ist ja hier, was da für Massen heute auf dem Server sind. 6 Leute, ey. Da muss ich mich jetzt aber drum kümmern, hier mir schnell irgendwie ein bisschen. Okay, ich packe erstmal wieder die Uzi hier rein. Jetzt bin ich schon. Oh, guck mal, schon wieder ein Strohmann. Ich werde nie wieder Essen brauchen. Das war's. Durch einen zweiten Strohmann, das sind nochmal 3 Stack Brot. Das sind nochmal 3 Stack Brot. Genos, du hast ein Problem. Ja? Du hast ein eindeutiges Problem. Da stimme ich immer wieder zu von allem. Hey Felix, nochmal großes Lob an deine Zuverlässigkeit. Ich nehme an, der Craft-Attack-Termin. Mich hat er auch versetzt! So. Gibt halt viele YouTuber, die 1A zuverlässig sind. Immer wirklich, stammhart, super, 1A zuverlässig, Bombe, Aktion, absolute. Mit 4, dann bekommen wir mal zumindest... Ja, super, ey. Bane of Arthropods. Skill! Mega geil, ich kann Spinnen krasser abschlachten. Wow, ich bin begeistert. Ich fühle mich so toll, super. Es ist gar kein Ton da. Jetzt ist Ton da. Ich hatte mich ja gemutet. Ah! Da ist irgendwer. Da ist Petrit. Oh Gott. Oh Gott, ich hau ab. Ich hab so unglaublich Angst vor Petrit, Alter. Hallo, Petrit. Hey! Ich lasse mich auf keinen Fall auf einen ernsthaften Kampf ein, Alter. Auf keinen Fall. Aber so einen kleinen Schuss für zwischendurch kann man ja mal ablassen. Gibt's hier denn irgendeinen besseren Weg ins Haus rein? Ja, gibt es. Oh, guck mal hier, da hat er mich einmal getroffen. Petrit, bleib cool, das hat ziemlich viel Schaden gemacht. Tschüss! Das war bestimmt dieses Mega-Aggro-Schwert, ey. Das war dieses Mega-Aggro-Schwert. Ist jetzt auch ein zu kleines Ziel, um hier irgendwie anständig treffen zu können. Fledermaus! Nein! Oh, Alter, mach das Damage! Gib dir mal, wie das Damage macht! Verdammte Scheiße, ey. Alter, das macht so viel Schaden! Gib dir das mal, wie viel Schaden das macht! Ey, ich hätte mich verzaubern sollen, ey. Fuck! Fuck, wenn er zweimal richtig heftig trifft, bin ich einfach am Arsch. Ich bin total unterpowered.
Ich lass mal die Uzi vorsichtshalber noch ein bisschen draußen. Ich weiß ja nicht. Boah, was für ein Trip, ey. Mensch, da hat er mir richtig Angst eingejagt. Der Rotpilz. Rotpilz ist in der Hölle? Ja, wir haben aber mit Rotpilz Frieden geschlossen. Das ist okay, hoffe ich. Was? Oh, Rotpilz, Mensch. Jetzt haben wir uns hier so schön gebettelt und dann wirst du da von irgendeinem Nitro-Creeper geballert. Obwohl, jetzt wäre natürlich die... Wenn ich jetzt richtig assi wäre, er war ja in der Hölle, ne? So, wenn ich jetzt richtig assi wäre, dann würde ich jetzt... Wo ist denn das Portal genau? Würde ich jetzt zum Portal zurückfliegen, gucken, dass er rauskommt und ihn dann direkt nochmal umbringen. Das wäre halt eine richtig, richtig miese Aktion. Aber wir haben Frieden geschlossen, das kann ich nicht bringen. Das kann ich nicht bringen. Das kann ich doch nicht bringen, oder? Ach, er will mich killen? Ich weiß nicht, also er will mich ja anscheinend töten, obwohl wir Frieden geschlossen haben. Ach, ja. Jetzt ist er natürlich in einer Problemsituation. Bisschen Trollen muss ja erlaubt sein, ne? Wenn er denkt, ich habe sein Schwert, vielleicht kommt er dann immer so ein bisschen schneller her. Ich sehe dich, by the way. So, jetzt wartet mal. Da ist Rotpilz. Hallo, Rotpilz. Na, Rotpilz? Alles cool bei dir? Alles cool? Bam! Weggebounced! Da haben wir ihn, den Rotpilz. Er wollte mich killen, ich habe ihn gekillt. Bitteschön. Boah! Huh! Muss auch mal sein. Oh, Alter. Boah! Huh! Ey, was für eine Nummer. Das wird jetzt wieder von allen mega als Assi-Aktion gewertet. Aber ich werde natürlich auch jetzt nicht mich auf die Suche nach seinen Sachen machen. Und mir wurde gesagt, dass er mich töten will die ganze Zeit. Und wenn ich dann logischerweise die Gelegenheit habe, dann klatsche ich ihn logischerweise auch weg. Ja? Ist ja eine ganz, ganz klare Sache. Ja, also das, was ich erklären wollte an der Stelle, er müsste ja sowieso aussetzen, weil er in dem Livestream vor meinem Kill schon gestorben ist, ja. Das heißt, es macht anhand der Kill-Sache macht das gar keinen Unterschied. Also in dem Sinne ist es keine riesige Assi-Aktion oder irgendwie sowas in die Richtung, weil er halt dadurch nicht weiter aussetzen muss oder so, ja. Er ist ja davor schon einmal gestorben. Aber ich habe hier durchgehend in meinem Stream mitbekommen, dass er mich anscheinend nach wie vor töten will, obwohl wir Frieden geschlossen haben. Und dann habe ich halt die Gelegenheit ergriffen und ihn angegriffen. Das hätte jeder andere auch getan. Aber wie spannend das davor war, ne? Weil das Problem ist durch diese Morphs, dass er ja... Er hätte mich ja am Anfang ebenso fast killen können. Hätte er ein zweites Mal draufgekloppt. Und das hätte er sicherlich getan, wäre ich nicht weiter weggeflogen. Dann wäre ich auch tot gewesen. Das Einzige, wo ich euch zugebe, dass es natürlich... Es war kein Kampf, ja? Ganz klar, es war absolut kein Kampf. Er war komplett unequipped, ja? Es war kein Kampf. Aber es war halt von der taktischen Gelegenheit her ganz cool. By the way, Moment mal. Hat Petrit nicht geschrieben? Killst ihn, obwohl er keine Sachen hat. Man erinnert sich an Petrits Varo-Kills, ne? Gegenüber Herr Bergmann und Dena. Kannst du nicht jemanden ohne Sachen killen? Wo kommen wir denn da hin? Das würde ich nie machen. Petrit, der Boss, ne? Roti, haben wir jetzt hart Beef? Ich muss auch mal ein bisschen nachfragen. Ob er mich jetzt abgrundtief hasst. Das kann ja in der Tat sein, ne? Wahrscheinlich ist es jetzt hier das Ende alles Friedens auf YouTube. Ist einfach vorbei mit der kompletten Minecraft-Szene durch diesen Kill. Alles. Ungespielt hört auf. Rotpilz hört auf. Alle Minecraft-Kanäle hören gleichzeitig auf, weil ich so ein Arschloch war. Alle. Ist das nicht unglaublich, unglaublich traurig? Und ich glaube, mir reichen auch meine tollen Carpenters-Blöcke einfach mal nicht aus, um hier die nächste Ebene zu bauen. Es ist doch einfach nur... Entschuldigung. Ich muss mich jetzt auch mal kurz lassen mit Rotpilz. Ich musste mich kurz fangen.
bin gerade am Überlegen, ob ich eine kleine Brotspende rüberbringen soll. Oder wisst ihr was? Weil ich Rotpilz getötet habe, gebe ich ihn einem von meinen Whitestones. Ich weiß irgendwie... Weil das war ja schon... Das war ein sehr sneaky Kill, wie gesagt. Ich will ihn nicht nochmal umbringen. Ich will ihm nur ein kleines Versöhnungsgeschenk machen. Das will ich tun. Ich hoffe mal, er antwortet, damit ich das auch tun kann. Ich würde ja Rotpilz echt gerne helfen. Wenn er es mir erlaubt, dann helfe ich ihm suchen. Das ist für mich eine ganz klare Nummer. Wie gesagt, das war eine schöne kleine Roleplay-Sache, aber es ist ganz klar, dass ich ihm die Sachen suchen helfe. Wenn er es mir erlaubt und wenn er mir in etwa sagt, wo er gestorben ist, bekomme. Und dann gehe ich mal kurz auf den TS vom Rotpilz rüber und werde... So, ich gebe euch kurz die große Cam. Ich gehe mal kurz jetzt auf den TS vom Rotpilz, dann können wir das direkt klären. Hallo. Hallo, hallo. Na? Moin Kinos! Na bitte, herzlich willkommen bei Monax hier, Sohn! Digga, Rotpilz haben... Wir haben jetzt nicht Fett Beef, oder? Alles okay. Nee, ist alles cool. Ich bin nur alles cool, ein bisschen angespannt wegen meinen Sachen. Ja, weil, das ist okay. Ich würde dir gerne suchen helfen. Okay. Und dann kam so ein komischer... Oh, da kam so ein Nitro-Creeper, ist hochgejagt und hat mich instant getötet. Also sofort. Krass, dass der so übel Schaden macht, ne? Ich habe da, glaube ich, neulich einfach mega entspannt einen gekillt oder so. Ja, der kam auf mich zu, pam, tot. Hier backt halt auch schnell was. Du, nicht, dass nachher die Leute denken, ey, ich hätte deine Rüstung und dein Schwert weggeworfen, ey. Ich sehe es noch kommen. Nee, weil die haben direkt alle Spit gemacht. Kidos. Kidos, du Hurensohn. Da lacht der Petri, Alter. so eine dreckige Lache. So, bitteschön. Brot. Oh, Brot für die Welt. Brot für die Welt. Danke. Ja, so nett bin ich. Boah, ich bin so ein richtig netter Typ. Ich bringe Leute um und danach versorge ich sie mit Brot. Ist auch ein bisschen perplex. Also ich bin hier immer noch... Ich hab inzwischen fast deinen ganzen Todesort ausgehöhlt. Sozusagen. Nee, also aber ich glaub, da ist echt nichts drin, ey. Nee. Hast du einen Grabstein? Nee. Also der hinterlässt auf jeden Fall keinen Grabstein. Hab's gerade getestet. Och, dann, meine lieben Freunde, ist... Dann ist es weg. So, mein lieber Rotpilz, du bist zwar gerade nicht anwesend, ja? Aber du bekommst jetzt von mir... Moment, ich muss deine Crafting-Table missbrauchen, damit ich dir das auch schön in eine Truhe reinmachen kann. Kann man das tatsächlich benutzen oder nur einmal? Nur einmal. Aber ich habe davon nur drei Stück. Das heißt, ich gebe dir quasi ein Drittel meines Herzens, ja? Okay. Damit du nicht so leiden musst. Was hat dir gerade so gedingongt? Das ist eine Klingel. Boah, Junge. Kriegst du von mir einen Whitestone, mit dem du quasi einmal sterben kannst und darfst noch einmal in der Hölle sterben, ohne dass du direkt stirbst. Ist das nicht traumhaft? Ja, ich bin nur gerade super angespannt. Ich freue mich auch mega. Okay, nein. Ja, freu dich jetzt, Mann! Danke, Kedos, du bist der beste Papi. Ui! So, damit muss ich auch vom Server disconnecten, tatsächlich, weil meine wundervolle Streamzeit zu Ende ist. Das ist jetzt am Ende echt ein viel krasserer Stream geworden, als ich irgendwie gedacht hätte. Also, wir waren ja ein bisschen produktiv, haben ein bisschen am Haus weiterbauen können und dass dann halt so viele auf dem Server waren vom gegnerischen Team und ich tatsächlich diesen Rotpilz-Kill hinbekommen habe, obwohl es jetzt keine krasse Leistung war. Wie gesagt, das war ja eher so ein taktischer Kill und nicht irgendwie was, wo mega die PvP-Leistung dahinter lag. Schade ist, dass Rumpelz seine Sachen nicht mehr hat, aber hier möchte ich ja auch nochmal betonen, das lag an dem Creeper, der ihn gekillt hat und nicht an mir. Das heißt, ich habe eigentlich nichts getan, außer ihn zu killen. Ja, das Einzige, was er durch meinen Kill machen musste, war einmal auf Respawn zu drücken. Und das ist ja irgendwie jetzt nicht so mega das Drama gewesen. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.